Hallo, ich bin der Desmond. Manchmal nenne ich mich auch Altair oder Ezio. Aber heute bin ich Pablo, der Destroyer. Natürlich nicht. Herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed 3. Es wurde sich gewünscht, mach doch mehr verrückte Sachen. Du hast mit französischem Akzent gesprochen, das war voll toll, mach das nochmal. Und immer dasselbe ist ja langweilig, ja. Deswegen habe ich gedacht, ich spreche mal etwas anderes. Pablo, der Destroyer. So, ich habe natürlich ewig nicht gespielt und ich hoffe, die Soundeinstellungen stimmen noch. Wenn nicht, dann haben wir alle Pech gehabt. Ich gucke einfach mal auf die Karte, was so abgeht. Ah, guck mal, ja, ein Ausrufezeichen ist generell immer eine gute Idee. Wollen wir doch da mal hingehen? Rip. Wurden? Ach, unsere Stammkneipe, hallo. Ups. Natürlich war das nicht der Plan. Nochmal, hallo. Master Kenway. Habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen. Bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Jetzt bin ich baff. Gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders.
Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Oha, das sind ganz neue Informationen. Da war ich jetzt aber ein bisschen baff. Also, viele von euch kennen das Spiel ja bestimmt. Ich renne jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Ach, hier komme ich her, glaube ich. Ja, genau, hier bin ich hierher gekommen. Ja, eigentlich gibt es hier, glaube ich, nicht so viel zu... Oh, doch, guck mal da. Aha. Erhaltene Nach... Nee. Sowas will ich nicht machen. Auch keine Mission wiederholen. Hä? Da... Stand da gerade nicht jemand? Was zur Hölle? Das finde ich interessant, doch hier gehe ich mal lang gucken. Aber das war's dann auch schon. Hier vielleicht noch. Ey, neben dem Animus, da stand doch gerade jemand. Ich check das nachher in den Aufnahmen mal, aber war das jetzt ein Bug oder war das irgendwie Absicht? Das fand ich jetzt ein bisschen strange. Oh, hi. Wow. In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter, doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Das war die Alte gerade, die mir da was erzählt hat, die neben dem Animus stand. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Und da es hier doch noch was zu entdecken gibt, gucke ich mich hier auch noch weiter um. Ah, das scheint es aber gewesen zu sein. Ich bin gespannt, ob wir diesen Tempel auch noch sehen werden, also quasi im Animus, wenn wir, wenn er noch nicht zerstört wurde, wenn wir in den Animus gehen, da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, das war's auch schon. Mit dem möchte ich nicht gerne interagieren. Ich gehe jetzt einfach wieder in den Animus. Ich glaube, das war so das, was man hier entdecken konnte. Da steht sie wieder. Da. Seht ihr das?
Da, daneben, neben dem Animus, da steht sie. Okay, dann mal los. Und Donny Zero Hetz Danyo. Oya Awa und der Hiyar Don Jadagu. Tone weha de Nagerade. Tesajer Donerot Niha. Nexiate Huaya Done Kero. Aze konnte te Jajer da Oni. Nexia Ochten on de Gadi was da que. Agungue da su Awa hu anodun wetzi ni out nesago de Ogua. Zeuger da Suria Dizax ne Hatum. Rageneru quaque ante zini togwenyo. Nekzi ohondo yoha wihtu, yade hagone rakwe. Gi nu oro jokwe templar aguegu tadinya ro darhox. Ne oho otke zonis. Segotke esu orion o ahigu sogonta nu ogot gottosi ne sa garda skarnex. Oni se jerdha. Ya otena gwanek Radu nagedu, te wakilichi runyana. Runajugedu na deratu danu yoko dunis. Hawas. Nexi dosa izi no ko honda dia hoze. Di jono wat stage gari wes wat geno harenyu tigo yorunyo za wadak kwenya sunga gana skwakso lona joni. Das finde ich ja jetzt ziemlich cool, muss ich sagen. Irgendwie durchlaufen wir die ganze Familiengeschichte in dem Teil. Hi, Sta. Hi, Sta. Ah, Hundi. Hundi. Ah. Und jetzt schnell hinterher. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich wette, wir werden nach Sonnenuntergang zurück sein und auch das Tal verlassen. Das will ich jetzt auch sagen. Is it as a dotten? Aska degeni asangayeri.